Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lego Star Wars. Ja, und wir sind immer noch in der zweiten Episode. Und da kommt jetzt, glaube ich, das beste Level im Spiel. Und zwar das Level 3. Jedi-Schlacht. Oh ja, da kriegt man auch richtig fett Money und so. Also wenn man Geld braucht, dann geht man in dieses Level. So, mal sehen. Oh ja, oh nein, wir wurden gefangen genommen. Ah, was wollen wir nur dagegen tun? Ah, nein. Jemand muss uns retten. So. Mhm, das sind die Bösen. Das kommt da, da waren böse Leute. Oh, guck mal. Oh, ein Jedi. Ja, er rettet uns. Oh. Ich dachte schon, die würden uns nie retten. Oh, guck mal, neue Roboter. Die hatten wir auch noch nicht. Die halten bestimmt auch richtig viel aus. Okay, und können wir mit den lilanen Schwerttyp jetzt. Tatsächlich. Jetzt können wir mit dem spielen, der ein lilanes Schwert hat. Finde ich cool, finde ich cool. Den finde ich irgendwie cool. So, dann töten wir hier zuerst alle. Ich finde ihn cool, weil seine Schwertfarbe so besonders ist. Also so lila-rosa. Hat nicht jeder. Finde ich cool, finde ich cool. Kann auch ein bisschen rosaner sein, aber man muss ja nicht alles haben. So, und den können wir noch spielen. Wir können auch R2 spielen. Ah, interessant. So, aber erstmal wollen wir natürlich hier die Frau da retten. Die Prinzessin. Davor noch die Roboter. Mal wieder spannendes Kampfsystem. Einfach den Knopf spammen und dann geht er schon. So. Ersten gerettet. Nice, ey. Jetzt können wir die auch wahrscheinlich spielen, ne? Finde ich cool. Und oh Gott. Wer macht sowas denn? So viele Minikits. Also in den späteren Spielen sind die viel, viel besser versteckt. Oh, guck mal, jetzt müssen wir noch mehr Typen töten. Aber hier, ich habe ja schon gesagt, hier gibt es eine Menge Geld. Der springt so komisch, so elegant. So, was gibt's hier was hinter? Nicht? Na, nein, nein. Ich dachte, da gab's Geld. Hm. Oh, was ist das denn hier? Ja, das muss ein Extra sein, oder? Warte, nein, das wollte ich nicht. Ich will natürlich die Baseplate hier zuerst. Ey, Alter, dieses Scheißviech, ne? Kann das mal jemand wegmachen? Egal, warte, ich verstecke mich einfach hier hinter. Genau. Ach, die treffen mich nie. So, sehr schwierig hier. Hier muss man natürlich auf die Farben achten. Echt schwierig, aber ich hab's mal wieder irgendwie hingekriegt. Ach, natürlich. Da oben. Wie soll ich da denn jetzt hinkommen? Ich weiß wie. Ach, shit. Das wollte ich nicht. Ach, Mist, dafür brauchen wir einen zweiten Jedi. Jetzt muss mich nämlich jeder jemand anzaubern. Und dann geht das da oben hin. Aber es gibt noch einen Trick. Ich darf das nicht ganz runter machen. Ich muss das so halt machen. Und dann kann da jemand drauf springen. Das ist, glaube ich, zu schwierig. Deswegen benutze ich mal die altbekannte Methode. Ich springe da mit einem anderen Charakter drauf. Und der zaubert mich dann hoch. Ach, wir haben keinen. Oh, na gut, dann machen wir das nicht. Ach, nein, nicht rennen, nicht wegrennen. So. Können wir den auch spielen? Ich glaube nicht. Na gut, dann befreien wir die zuerst. Vielleicht können die ja da irgendwas machen. Wäre natürlich cool. So. Springen wir mal ganz. Die töten mich ja fast. Egal, hier sind ja genügend Leute, die mich. Die hier Herzen brommen. Noch ein Herz. Nice, nice. Irgendwie verliere ich gerade viel zu viele Herzen. Da gewinne ich gar keine, wenn ich die töte. Warte, hier, Herz. Okay, jetzt können wir auch weitermachen. Oh, warte, eine blaue. Die blauen sind natürlich sehr viel wert. Deswegen sammeln wir die natürlich ein. Nice, nice, nice. So, oh, was ist das hier? Oh, da brauchen wir einen zweiten Jedi. Haben wir leider gerade nicht dabei. Deswegen ignorieren wir jetzt mal einfach mal ganz eiskalt. Nein. Oh, hier sind die neuen Roboter. Oh, und ich bin direkt gestorben. Nice, nice. Also nicht so nice. So, was können die denn? Die halten eins, auch nur zwei aus. Na gut, so besonders sind die jetzt nicht. Oder halten die doch drei aus? Da muss ich nochmal recherchieren. Aber es muss diese scheiß Kugel da weg. Die halten echt viel zu extrem viel aus. Also da hätten die ein paar Leben weniger. Auch Dingens gereicht. So, der ist tot. Ach, die haben einfach viel zu. Also die großen blauen Roboter haben nicht so viel Leben. Da habe ich mir irgendwie was Schwierigeres vorgestellt. Und diese komischen Kugeln, die sind einfach nur nervig. Die haben einfach viel zu viel Leben. So, der muss noch. Und die NPCs können auch keinen Schaden machen, ne? Finde ich auch ein bisschen nervig. Egal, einfach mal mir die befreien. Nice, ey. So, die kann auch hier hoch. Ja, gut. Schön, den können wir jetzt auch befreien. Den interessiert auch niemand. Und dann können wir hier zwei Minikits abgreifen. Keine Ahnung, wieso direkt zwei, aber. Ja, ne? Direkt zwei. Da ist wohl denen die Ideen ausgegangen, wo die Minikits hin platzieren wollen. Aber gut, da die blaue will ich natürlich auch noch mitbekommen. Okay.
Irgendwie gehen wir mal da rechts rum. Das ist ja eine... Nein, im Blauen. Das ist ja hier eine Runde. Das heißt, wir sollten später auch wieder bei diesem Extra-Teil rauskommen. Ja, ganz gemütlich hier. Oh, guck mal, noch eine blaue. Mensch, ey, das ist aber... Oh nein, jetzt... Drei von denen. Auch nicht. Oh, guck mal, habt ihr das gesehen? Alter. Macht diese Bodenstampfattacke mehr. Das muss ich ausprobieren, ob die die Schilder direkt wegmacht. Jetzt mal die blaue wieder einsammeln. Dann mache ich bis jetzt... Dann mache ich jetzt nur noch die Stampfattacke. So, tatsächlich, das macht den Schild direkt weg. Das muss ich mir unbedingt merken. Das wird eine starke Attacke. Okay, ja, komm. Die wollen natürlich auch mal wieder getötet werden. So, der letzte auch noch. Oh, die schon wieder getötet. Nein, meine blaue. Nein. Bitte klaut mir nicht meine blauen. Warte, ich habe schon wahre Jedi. Wie einfach ist das denn bei dem Level? Ach, na geht. Na gut, na gut. So, die will natürlich auch noch hier oben irgendwas machen. Nein, da drauf schießen. Ja, genau. Ah, jetzt geht das hier hoch. Praktisch. So, da oben kommen wir jetzt noch nicht direkt an. Dafür müssen wir das hier jetzt zusammenbauen. So. Ich weiß nicht, ob die hier schon zusammenbauen und was zusammenbauen können. In späteren Spielen können die auch was zusammenbauen. So, muss ich das jetzt nochmal aktivieren? Ja, muss ich. Okay. Dann kann ich mir da hinten auch das nächste Minikit holen. Ich hoffe übrigens, dass wir heute in dieser Folge auf keine Bugs stoßen. Das wäre schon ein bisschen doof. So, oh, was ist das denn hier? Ach, das können wir leider nicht machen, weil wir hier keinen kleinen Knipsen haben, der das machen könnte. So, da bitte nicht sterben. Danke sehr. So. Natürlich sterben alle, die hinter mir waren. So, oh, guck mal, hier sind wir ja schon wieder. Och, komm schon. Spieler 2. Tu mir das nicht an. So, dann zauber ich mich jetzt hier hoch. Hä? Ja, genau. Und, was? Och, das ist... Ach ja, hier gibt es ja keinen Splitscreen, deswegen... muss man immer darauf achten, dass beide Spieler im Dings sind. Im Bild. So. Wo das geklärt ist, da oben gab es ja auch nichts mehr. Können wir auch wieder weitergehen? Was? Hä? Achso, wir haben, glaube ich, vergessen. Wir haben den vergessen runterzuholen. Na gut. Oh, guck mal, hier ist noch ein Minikit. Wo kommt das denn her? Alter, das ist auch richtig schlecht versteckt. Na gut. Oh, guck mal, da oben ist auch noch eins. Wie kommen wir da ran? Da brauchen wir einen Hochspringer, glaube ich. So, oh, guck mal, was mir gerade auffällt. Da hinten, unser Publikum, sind einfach nur ein paar PNG-Dateien. Ist natürlich auch cool. So, dann haben wir auch alle. Cool, cool. Ach Mensch, ey, wo haben wir den denn vergessen? Der muss doch hier irgendwo sein, oder? Wir können doch nicht einfach so einen Charakter vergessen. Komm schon. Alter. Ach, da ist der. Oh, wie wir den einfach eiskalt vergessen haben. Tut mir leid, lieber Obi-Wan. Na gut, so, jetzt können wir auch weiterkämpfen. Oh, nein, jetzt müssen wir 6 von diesen sehr, sehr gefährlichen Robotern töten. So, das nervt die... Das war jetzt einfach nur unfair. Jetzt habe ich auch richtig viel Geld verloren. So, das Schwierigste ist natürlich, die zu finden. Diese riesige Map. So, 2 haben wir schon. Und der dritte ist natürlich direkt... Der dritte... Da ist einer. Mensch, ey, müssen die so weit auf... Oh, da kommen wir da hinten. Den hätte ich fast übersehen. Aber den übersehe ich natürlich nicht. Denn ich bin natürlich... Ein Mensch, der niemanden... Ach, nein. Guck mal, da ist noch mal direkt einer. Aber dafür habe ich jetzt meine 2 blauen... Nein, die eine blaue habe ich noch retten können. Die zweite... Oh, nein, da war die zweite. Oh, ich dachte, die wäre schon weg. Ah, oh, Mist, na gut. So, das ist der letzte. Den habe ich genau gesehen. Und plupp, tot. Nice, nice. So, jetzt gehen wir hier mal hin. Ich habe gehört, da kommen die nächsten Gegner raus. Genau. So, ja, komm, beeilt euch. Jetzt müssen wir auch 2 von den riesigen Robotern töten. Na gut. So, da ist so ein kleiner, so ein Knirps. Und warte, ich habe gehört, wenn man rückwärts läuft, dann kommen da auch welche. Nee. Ich hätte vielleicht gedacht, dass sie hinter ihm spawnen. Was ist das hier überhaupt? Kann man jetzt auch anzaubern? Das sieht mir nach einem Bug aus. Deswegen, gehe ich mal schnell hin, bevor ich noch mehr Münzen verliere. So, wo sind denn hier die Leute, die ich töten soll? Ist ja nichts los. Rein gar nichts los. Ich finde die gerade überhaupt nicht. Hallo. Gegner, da ist einer. Danke sehr. Und schon wieder so ein komisches Crime-Teil, was ziemlich buggy aussieht. Okay. So. Och nein, ich wurde schon wieder getötet. Immer dieses Gesterbe. Da ist meine Blau. Ich habe schon Angst, dass sie jetzt weg ist. So. Die töten wir auch noch eben. Plupp. Und Herz. Und
So, ich habe... Ach ja, nach diesem Level kommt, glaube ich, wieder ein doofes Level. Da freue ich mich schon drauf. So, wir müssen noch so ein hohes Teil besiegen, so ein blaues Teil. Da gehen wir einfach mal straight. Ach, ich habe ihn gefunden. Ah, ich dachte schon, das wäre wieder ein Game-Breaking-Bug, aber nein, nein. So, und jetzt müssen wir gegen den... Ja, jetzt müssen wir gegen den blauen Fatty kämpfen. Ich weiß immer noch nicht, welcher das ist, ob das Boba oder Django ist. Ich glaube Boba. So, wie müssen wir den besiegen? Ich habe gehört, reflektieren. Schieß drauf. Mist, hab nicht reflektiert. Warte, ich... Ja, nice, ich habe ihn getroffen. Durchs Reflektieren. Okay, dann muss ich einfach nur schlagen, spammen und dann treffe ich den. Das kann ich. So. Da muss ich aber natürlich... Ja, nochmal getroffen, okay. Ich dränge den in die Ecke. Und kann er nicht so viel... Nicht so rumfliegen und da sind auch nicht so viele Gegner. Okay, oh, jetzt kann ich auch noch richtig angreifen. Okay. Ja, ja, flieh ruhig, flieh ruhig. Und... Ach ja, das ist so gut zum Geldfarmen, weil das Level auch so kurz ist. So war das auch. Oh, guck mal, jetzt flieht er auch was. Nee, nee, nee. Du, nein, nein. Warte, oh doch, doch, doch. Warte, jetzt, nee, warte. Oh, nein. Jetzt schießt er, ja genau, jetzt schießt er Raketen. Wusste ich's doch. Und tot. Nein, oh, und der junge Django hat das angesehen. Und oh, komm mal, Yoda rettet uns. Yay, happy end. Jetzt kommt wieder, glaube ich, ein doofes Level. Also so ein richtig doofes. Ich weiß aber nicht mehr, ob das wirklich doof war. Ich hatte es so halbwegs doof in Erinnerung. Aber vielleicht erschien mir das auch nur so. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das nächste Level so ist. Das ist bestimmt richtig, richtig cool. So, ja, genau. Happy End. Yay, wir haben Mace Windu. So hieß er. Freigeschaltet. Und nochmal Padme. Schon das dritte Mal oder so. Und Super Kitai haben wir natürlich voll, voll. Oh ja, das fünfte schon. Oh, nice. Ich frage mich, was das wird. Bestimmt kein Raumschiff. Und ja, Geld haben wir bekommen. Und Alter. Direkt hier haben wir 6 Stück, ne? 6 Stück, genau. Das war das komische Gerät, was uns gerade gerettet hat. Und dann würde ich sagen, direkt die Story fortsetzen. Und dann gehen wir direkt in das doofe Level rein. Denn es ist wieder ein Fliegelevel. Und Fliegelevel sind ja immer doof, deswegen, ja. So. Ach ja, und das war so komisch von der Seite auch noch. Guck mal, das ist ja ein Minikit. Das nehme ich mir mal. So. Was war das denn? Das lasse ich mir nicht so gefallen. Ah, ich muss das anschießen, natürlich. Wusste ich natürlich. So, was ist das? Habe ich mal kaputt gemacht. Okay, das will ich auch kaputt machen. Kann ich nicht. Okay, dann gehe ich da mal schnell durch. So, das war, glaube ich, nur in meiner Kindheit immer so ein doofes Level, weil mal, wenn man gestorben ist, musste man wieder das Segment neu machen. Das ist ja so doof und schwierig. Ah, wie soll man das hier bloß schaffen und so weiter? Deswegen, oh nein, ich, was? Nicht ernsthaft, oder? Man kann die Klippe runterfallen. Das hätte man mir auch sagen können. Och nee, ne? Und oh, die Kamera scrollt natürlich automatisch. So ein Autoscroller, das ist natürlich auch immer sehr beliebt. Bei der Jugend heutzutage. Na gut, dann achte ich mal darauf, dass ich mit meinem Raumschiff diesmal nicht die Klippe runterfalle und dadurch sterbe. Wusste ich auch nicht, dass Raumschiffe dazu in der Lage sind, runterzufallen. Von der Klippe. Aber na gut, sind wohl ziemlich schlechte Raumschiffe. So, dann gehe ich hier mal oben lang. Ich weiß nicht, ob da unten oder da oben jetzt ein Minikit wäre. Ich wette mit euch, dass da bei einem von beiden jetzt ein Minikit wäre. Gewesen wäre. Aber auf jeden Fall ist da ein Minikit. Nice. So, Leben bekommen wir ja auch immer ganz easy. So, was müssen wir hier machen? Oh, guck mal, hier müssen wir jetzt die Dinger kaputt machen, um weiterzukommen. Das ist natürlich... Wow, heftig, heftig. So, unten oder oben? Oben müssen wir lang. Okay. Schieß und durch. Elegant wieder durchgeschossen. So, waren wir nicht schon mal. Weil ich versuche mal hier den Part zu nehmen, weil der schwieriger aussieht. Nein, 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 ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Shit. Ich hätte doch nicht den schwierigen... Oh, guck mal, da war ein Checkpoint zum Glück irgendwo zwischen. So, ich hätte aber nicht den schwierigen Part nehmen sollen. Deswegen gehen wir diesmal wieder oben lang. Vielleicht gibt's da auch nur einen richtigen. Vielleicht ist der obere auch der einzig richtige. Deswegen gehen wir hier mal hin und hoffen... Oh, ja gut. Ich wollte gerade sagen und versuchen nicht zu sterben. Na gut. Ist aber richtig nervig hier wegen der Steuerung. Die ist nämlich hier so ganz komisch, weil oben ist hier so schräg zur Seite und dann kann man das ganz schlecht einschätzen, wo der jetzt hinfliegt und wo nicht. Ja, aber jetzt habe ich es, glaube ich, so langsam raus. So, immer schön warten. Nice. So, da unten wären wahrscheinlich wieder 3 Millionen Minikits gewesen, die wir jetzt verfehlt haben. Wie genau das? Oh nee, nicht ernsthaft, oder? Och nein, och, was war das denn? Jetzt wurde ich auch noch von dem Laser eingekesselt. Na gut, dann machen wir das ganze Level nochmal.
Also mit dem ganzen Level meinte ich das Segment hier des Levels. Und jetzt gehen wir mal unten lang und hoffen, dass wir gucken, ob da vielleicht ein Checkpoint oder so ist oder so, was wir vielleicht übersehen haben oder so. Oh, nö. Aber jetzt können wir auch das Minikill holen. Finde ich gut, sondern noch ein paar Lives hier abstehlen, genau. Schön, 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 schön. Alles schön hier. Noch um den Berg hier. Und jetzt sollte auch gleich das Level... Oh nein, das Minikit. Kriege ich das noch? Ja, easy. Habe ich noch ganz knapp... Das war auch sehr knapp. Könnte irgendwie noch vor den Dingern da hinkommen. Okay, jetzt müssen wir wieder schnell diese Dinger zerstören. Und das ist nämlich der nächste Checkpoint. Ja, nice. So, jetzt kommt noch, glaube ich, ein Abschnitt und dann war es das mit dem Level auch schon. Wir sind hier ziemlich kurz in dem Spiel. Ja, genau, jetzt kommt so ein komisches... Ach so, oh. Ich dachte, ich muss die... Dinge abschließen, die da so schießen. Aber nee, dem ist natürlich nicht so. Was muss ich denn hier machen? Egal. Was? Was? Zeit? Zeit? Hä? Was Zeit? Wo? Wie? Wie? Was muss ich denn machen? Hä? Wie? Hä? Hä? Was? Warte, ich hole erstmal die Minikills. Keine Ahnung, was. Und dann, also erstmal die Minikills. Dann herausfinden, was ich hier machen muss. So, ich habe auch gleich schon alle Minikills. Alter, wieder ein Level mit allen Minikills. Ist das nicht schön? Jetzt brauche ich nur ein bisschen Geld und dann... Warte, Geld? Kann man doch gar kein Geld bekommen ohne Level, oder? Also die Dinger hier, die so auffällig aussehen, machen nichts. Vielleicht muss ich das Ding... Ich muss sie doch abschießen. Ach so. Habe ich also doch... ja, na gut. Dann spamme ich hier mal beim Abschießen. Denn aus irgendeinem Grund ist das gerade so. Hier, man kann so spammen und dann spammt auch in-game. Finde ich eigentlich ganz gut. So, dass die Dinger... Komm schon. Also ich sollte keinen Zeitdruck haben, weil uns fehlen auch nur noch zwei Dinger. So, hier kriegen wir auch noch ein Herz. Nee. Na gut, dann muss ich jetzt ein bisschen aufpassen vielleicht beim letzten. Ja, nice. Ach so, das ist noch nicht zu Ende. Jetzt muss ich hier nochmal ganz schnell rumraisen. Jo. Okay, 14 Sekunden. Könnte doch noch vielleicht knapp sein. Oder? Nee. Das passt schon. 10, 9 und ich habe alles. Ja, nice. Schön. Und Happy End, würde ich sagen. Oh nein, der Bösewicht. Oh nein, er flieht. Ah, Und es explodiert? Nee. Achso, das war schon. Ja, keine Ahnung, wo ich... Ja, keine Ahnung, woher wir das Geld jetzt bekommen haben. Wir sind wohl zu oft gestorben, um das zu schaffen. Vielleicht muss man einfach nur nicht sterben, dann hat man genügend Geld. So, Minikills. Ja, ordentlich auch. Was wird das los? Aha. So ein Viech wird es also. So ein Käfer. Cool, cool, cool. Geld, Geld, Geld. Ist immer auch, ist auch immer gut. So. Finde ich gut. Also wie viel Geld haben wir jetzt? Also durch die Minikits kriegt man echt so extrem viel Geld. So, Moment. Oh, wir haben schon 359. Und Unsterblichkeit kostete, glaube ich, 1 Million. Weil 1 Million so eine schöne Zahl ist. So. Aha. Was war das denn hier? Hier gibt es ziemlich viel Schnickschnack, was man überhaupt nicht braucht. Zum Beispiel Stühle hochzaubern und so. Also, ist schon ziemlich unnötig hier in der Kantina. Ja, aber da würde ich sagen, das war schon mit dieser Folge. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wir spielen ein cooles Spiel und dieses heißt Lego Star Wars, das Videospiel. Spiele, Spiele, Spiel. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.